Das ist mein Beichtvater, Pater Ambrose. Ich habe ihm von dem Kind erzählt. Er weiß, wo es untergebracht werden kann. Ich danke euch, Vater. Ich bin euch sehr verbunden. Ihr seid noch entschlossen, nach Frankreich zu gehen? Da ihr jetzt hier seid, Sir Cedric, muss ich meine Abreise nicht länger hinausschieben. Die Familie, die ihr kennt, Vater, wird mein Sohn dort sicher sein? Das wird er, my Lord. Man trachtet nach seinem Titel und seinen Ländereien. Man würde ihn dafür umbringen, wenn man ihn fände. Dort findet ihn niemand, Sire. Es ist bei einem Forstaufseher. Er wohnt tief im Wald von Sherwood. Ihr werdet das Kind schreiben und lesen lernen, Vater. Etwas Geschichte und etwas Latein. Alles, was ein junger Mann seines Standes wissen sollte. Das werde ich. Ich danke euch. Und an euch, Sir Cedric, mein Freund, möchte ich noch eine letzte Bitte richten. Wenn er erwachsen ist und ihr die Zeit für gekommen haltet, würdet ihr ihn dann seinem König vorstellen, als meinen Erben, den Earl of Huntingdon. Du hast nie einen besseren Bogen gemacht. Er vermittelt ein Gefühl der Stärke. Es gibt sicher keinen besseren in England. Der beste Bogen für den besten Bogenschützen. Du hast recht. Hier, nimm ihn. Er gehört dir. Nein, er gehört nicht mir. Es gab Zeiten, da hätte ich den Stab dreimal getroffen, aber niemals dreimal hintereinander. Der Bogen gehört dir, Robin. Du hast ihn verdient. Du hast das Geschick, ihn richtig zu benutzen. Gott gebe dir die Gnade, ihn auch klug zu benutzen. Das Geschick hast du mir beigebracht. Ich habe dich gelehrt, was ich wusste. Du hast mich alles gelehrt, Vater. Mach weiter. Gib dem Bogen seine Weihe. Heute Abend werden wir feiern. Hm. Vater? Habt ihr die Soldaten vorbeireiten sehen? Ja, ich habe sie gesehen. Nachschub für das Heilige Land. Der König wird ihnen bald folgen. Robin muss zu ihm, bevor der König auf den Kreuzzug geht. Wollt ihr es ihm heute sagen? Das ist meine Absicht, John. Wenn es denn sein muss. Aber ich habe Angst um den Jungen. Gott wird ihn beschützen. Erwischt mit Blut an den Händen. Kennst du die Strafe für den, der des Königs Wild erlegt? Ja, allerdings. Mein Vater ist des Königs Forstaufseher. Damit hat er das Recht, des Königs Wild zu erlegen und Unbefugte zu bestrafen. Der kommt uns mal mit einer anderen Geschichte. Nicht die von der hungrigen Frau und den verhungernden Kindern. Sein Vater ist des Königs Forstaufseher. Das stimmt. Sehr scharfsinnig für einen Normannen.
Ich rate euch, vernünftig zu sein und zu verschwinden. Angelsächsische Schweine! Nein, verschwende keinen guten Stahl für den. Lege meinen Strick um seinen Hals. Er soll neben diesem Hund daherlaufen. Das Reh werden wir auf seinen Rücken binden. So trägt er den Beweis für seinen Diebstahl bei sich. Bleib auf deinem Pferd. Und keiner von euch rührt sich. Sonst seid ihr tot. Töte mich, dann stirbst du auch. Bevor du einen neuen Pfeil auf deinem Bogen hast, schlägt der dich in Stücke. Der hätte dein Auge durchbohren können. Lass den Gefangenen frei. Schnell, lasst ihn frei. Hierher, kommt zu mir. Und was willst du jetzt tun? Ich wollte hier nur ein Reh jagen. Ich hatte nicht vor, zwei Normannen zu fangen. Robin! Was soll das? Wer seid ihr? Ich bin Master Hood, des Königs Forstaufseher. Ist das euer Sohn? Er ist es. Robin, leg deinen Bogen weg. Wer seid ihr und was führt euch her? Wir dienen Sir Guy of Gisborne. Dieser Mann ist unser Gefangener. Und was hat er verbrochen? Er hat Beeren von einem Busch gestohlen. Die sind Eigentum von Sir Guy. Ehe man ihn hängen konnte, ist er geflohen. Wir haben ihn eingefangen. Nun wollte euer Sohn ihn unbesonnen wieder befreien. Er ist Ihr Gefangener, Robin. Er muss mitgehen. Nein, Vater. Nehmt ihn mit. Nur weil er ein paar Beeren gepflückt hat? Geht jetzt. Bevor wir gehen, Master Forstaufseher, noch einen guten Rat. Ich würde meinen Sohn lehren, Respekt vor Höhergestellten zu haben. Wenn ihr das nicht tut, wird er nur ein kurzes Leben haben. Hey, hier! Es tut mir leid. Es gab keinen anderen Weg. Was glaubst du, wie viel Beeren er gepflückt hat? Was ist mit dem Tier? Vater! Ich meine es nur gut mit dir, Robin. Du kannst es dir nicht leisten, in Schwierigkeiten zu kommen. Wie meinst du das? Komm mit. Es muss dich sehr getroffen haben, Robin. Nicht mehr das zu sein, was ich gedacht habe. Nicht Robin Hood, der Sohn des Forstaufsehers, ist schon genug. Aber der Earl of Huntington, ein edler Lord, hattest du nie das Gefühl, nie den Verdacht, du seist vielleicht nicht Master Hoods Sohn? Nein, ich fand es eigenartig, dass ich schreiben, lesen und Latein lernte. Aber ich habe gedacht, das hätte ich meinem Vater zu verdanken. Und meinem Beichtvater. Du musst zum König nach London gehen und Anspruch auf dein Erbe erheben. Vater, Nur er kann dir geben, was dir rechtmäßig zusteht. Es ist keine Zeit zu verlieren. Der König geht schon bald auf einen Kreuzzug. Es war der Wunsch deines Vaters, dass er Cedric Archer dich dem König vorstellt. Aber er ist schon seit 8 Jahren tot. Denkt ihr, der König wird mir nicht glauben? Ich denke, das wird er. Das ist der Ring, den dein Vater trug. Darauf ist das Wappen deiner Familie. Zeig ihn dem König, zusammen mit diesem versiegelten Brief. Sir Cedric gab ihn mir vor seinem Tod. Der Rest hängt von dir ab. Möge Gott mit dir sein. Es ist mir eine Freude, euch wiederzusehen, my Lord. Aber meine Besuche in Nottingham sind mir ja immer eine Freude. Euer Hoheit müssen schon so bald nach London zurück. Ich fürchte ja. Der König geht auf den Kreuzzug. Es wird jeden Tag dringlicher, dass er jemanden ernennt, der in seiner Abwesenheit regiert. Euer Hoheit werden bestimmt zum Regenten ernannt. Ich bin des Königs Bruder. Das allein wäre Grund genug. Ihr seid zu bescheiden, Sire. Wenn man euch zum Regenten ernennt, ist das nicht mehr als eine gerechte Belohnung für eure großen Verdienste. Ich möchte zugeben, dass ich erwarte von Richard, seiner Majestät,
ernannt zu werden. Wenn ich Regent bin, dann brauche ich die Unterstützung aller meiner Freunde in Nottingham. Aber natürlich. Ich werde es an Dankbarkeit nicht fehlen lassen. Guten Tag, mein Freund. Ich möchte nach London. Ich weiß nicht... Unrein! Unrein! Möge Gott dir Trost schenken. Steht hier rum und glotzt nur. Behebt den Schaden. Los! Man macht irgendetwas. Guten Morgen. Guten Morgen. Was ist passiert? Eine gebrochene Deichsel am Wagen. Kann ich euch helfen? Da wäre ich euch dankbar. Ich komme leider nicht zurecht. Ich halte euer Pferd. Darf ich mal sehen? Vielleicht kann ich helfen. Könntet ihr mir einen Schössling und ein Seil bringen? So würdet ihr nicht mehr weit kommen. Es könnte was passieren. Verdammtes Zeug! Da unten könnt ihr eine neue Deichsel bekommen. Oder in der Stadt. Aber die junge Dame muss in einem anderen Wagen fahren. Tut mir leid, du musst mit deiner Anstandsdame im Gepäckwagen fahren. Darf ich euch helfen? Danke. Ich danke euch. Ihr scheint mit allem umgehen zu können. Gut, dass unser angelsächsisches Blut noch nicht ganz zu Wasser geworden ist. Ihr seid doch Angelsachse. Mit jedem Blutstropfen. Gut. Das wär's. Sehr gut, ich bin euch dankbar. Sir Kenneth Neston ist mein Name. Lebt also wohl. Ich freue mich, dass ich euch helfen konnte. Also, vorwärts!
Nochmals danke, Sir. Ich habe euch gern geholfen. Sie ist eine große Schönheit. Ich habe euch nicht kommen hören, Mutter. Nicht mal, wenn ich mit einem Donnerschlag gekommen wäre, hättest du mich gehört. Sie hat dich verzaubert. Sie ist wunderschön, ihr habt recht. Ihre Schönheit wird eines Tages verwelken, wie meine auch. Oh ja, ich bin auch einmal schön gewesen, junger Herr. Aber sie wird auch eines Tages in den Spiegel schauen und sehen, wie verwelkt ihre Schönheit ist. Sie wird noch viele Sommer blühen, hoffe ich. Fürchtest du dich nicht vor dem Alter oder vor dem Tod? Den Tod fürchten? Ich habe selten daran gedacht. Du brauchst ihn auch nicht zu fürchten, denn du wirst niemals sterben. Es sei denn durch die Hand einer Frau. Was? Wenn du stirbst, dann nur durch die Hand einer Frau. Wartet! Wartet! Ach komm, mein Liebes, willst du denn nie mehr wieder lächeln? Ich soll einen Mann heiraten, den ich vielleicht hasse. Wie willst du ihn hassen? Du hast ihn noch nicht mal gesehen. Es ist ungerecht, das weißt du. Du denkst vielleicht, Sir Guy ist zu alt und zu klapprig. Das ist er natürlich nicht. Er ist ein Mann, der nur Blut liebt und Grausamkeit. Er ist ein Mann, der den Reichtum und die Macht liebt. Und deswegen verleumden ihn seine Feinde und greifen ihn an. Das sind nicht alles Lügen. Was ist mit den Gefangenen, die wir sahen, mit den ausgestochenen Augen? Diese Bestrafung war angeordnet von Sir Guy of Gisborne. Diese Männer waren Verbrecher. Und wenn sie so hart bestraft worden sind, dann war das besser, als milde walten zu lassen. Es muss dir sehr viel daran gelegen sein, dass ich ihn heirate, wenn du dich so belügen kannst. Du hast Grausamkeit und Unterdrückung. Sir Guy ist ein Mann von Welt. Er ist kein Grünschnabel. Und du müsstest stolz sein, mit einem solchen Mann Kinder zu haben. Ich bin aber nicht stolz. Verzeiht mir. Habt ihr die Reise gut überstanden? Ja. Sir Kenneth? Kommt, Junge, trink einen Becher Bier mit mir. Wirt, wir brauchen Bier. Mehr Bier. Ja, Sir. Ihr wollt also nach London? Ja. Euer Glück machen, ja? So kann man sagen. Setzt euch hin. Sucht hier oben. Was soll das? Zum Teufel. Hey, ihr Soldaten. Habt ihr mich gemeint? Ja, meine Nichte ist da oben. Und? Wenn einer von diesen Affen sie auch nur anrührt, dann ziehe ich euch zur Verantwortung. Diese Soldaten tun ihren Dienst. Wer seid ihr? Sir Kenneth Neston ist mein Name und ich bin ein Edelmann. Mit England ist es weit gekommen, wenn man nicht mehr mit Freunden ein Bier trinken kann, ohne von so einem belästigt zu werden. Was habt ihr hier zu tun? Wo geht ihr hin? Ich möchte zu der Burg von Sir Guy of Gisborne. Sir Guy of Gisborne? Mhm. Meine Nichte wird in Kürze Lady Gisborne. Also passt gut auf, Sir Guy könnte es sonst zu hören bekommen. Entschuldigt die Belästigung, Sir. Schon besser. Danke, Herr Wirt. Guy of Gisborne? Den heiratet sie? Es muss nur noch vom König genehmigt werden. Ihr gebt euer Fleisch und Blut einem Mann von Gisborns Ruf? Mhm. Die Zeiten erfordern es. Wisst ihr, unser Volk ist besiegt worden. Die Normannen regieren uns jetzt. Wir sind viele, die wenige. Wir verheiraten sie mit unseren Töchtern und in drei Generationen sind sie weggeschwemmt von angelsächsischem Blut. Ist das euer Plan zur Rettung Englands? Zu hoch für euch, hm? Eure Nichte soll den Anfang machen. Sie hat die Ehre. Guy of Gisborne. Er hängt Männer, weil sie Beeren von seinen Büschen pflücken. Ihr findet das wohl lustig. Ich aber nicht. Merkt euch, Nottingham. Ich bin derjenige, der sie heiraten soll. Vielleicht ist sie ein Bild von einer Frau, Guy. Ah, ich kann sie mir vorstellen. Sicher ist sie eine Schlampe. Eiskalt mit einem Pferdegesicht wie alle Angelsächsinnen. Ihr werdet sie doch nicht enttäuschen wollen, Guy. Sie zurückweisen?
Schon möglich. Aber zuerst will ich sie sehen. Ihr müsst auch daran denken, was sie mitbringt. Ein Stückchen Land. Dafür muss ich eine angelsächsische Schlampe ertragen. Dieses Stückchen Land umfasst immerhin 20.000 Orgen. Wir haben doch gesagt, wie wichtig es wäre, dass ihr das erwerbt. Sie erbt es nach dem Tode ihres Onkels nicht vorher. Er ist ein alter Mann. Er trinkt wie ein Pferd und isst wie ein Fisch. Nein, umgekehrt. Und? Was hat das schon zu bedeuten? Er kann an beidem sterben. Jeden Augenblick. Ihr lebt auch noch. Guy, ich dachte, wir wären übereingekommen, dass diese Hochzeit stattfindet. Ich habe inzwischen nachgedacht. Ich glaube nicht mehr, dass es sich lohnt. Es soll sich nicht lohnen, Guy? Der Abt verwaltet die Ländereien von Huntingdon. Vielleicht sollten wir uns alle daran erinnern. Der Abt verwaltet die Ländereien von Huntingdon. Sie stoßen an ihrer nördlichen Grenze an mein Land. Sir Kenneth Nestons Land bildet einen Keil zwischen eurem und unserem Besitz. Wenn ihr dieses Land erben solltet, wäre der Keil verschwunden. Ich bin sicher, dass ihr die Vorteile seht, die sich daraus für uns alle drei ergeben. Wisst ihr, er hat recht, Guy. Bevor ich sie nicht gesehen habe, entscheide ich mich nicht. Sei vorsichtig! Pass doch auf! Da wären wir, Sir. Wir werfen ihn einfach aufs Bett. So, das wär's. Da liegt er gut. Danke euch, Sir. Er hat es etwas übertrieben, Miss. Ich danke euch fürs Heraufbringen. Das Bier scheint ihm zu schmecken. Ja, das ist wahr. Aber ich glaube, ein bisschen zu oft. Kann ich euch helfen? Ja, danke. Er hat mir erzählt, dass ihr heiraten werdet. Er hat auch gesagt, wen. Und den Grund dafür. Ich bin sicher, dass er viel zu viel geredet hat. Ihr billigt seinen Plan nicht, die Normannen zu besiegen? Er glaubt, dass dieser Plan gut ist. Aber ihr doch nicht, oder? Oder? Was ich denke, ist nicht so wichtig. Warum? Ich glaube, das ist es doch. Ich weiß, er ist euer Onkel, aber gibt ihm das ihr das Recht? Ihr wisst nicht, was er mir bedeutet. Seit ich 3 Jahre alt war, hat er sich um mich gekümmert. Ich hatte damals keinen Menschen. Er war zu nichts verpflichtet, aber er tat es. Seitdem hat er sich um mich gekümmert und mir jeden Wunsch erfüllt. Wenn ich ihm durch irgendetwas dafür danken kann, werde ich das tun. Sogar einen Mann heiraten, den ihr hasst? Ich kenne diesen Mann nicht, Sir Guy of Gisborne. Verzeiht bitte. Das geht mich nichts an. Gute Nacht. Sind Sie weg? Vor einer Stunde sind Sie aufgebrochen, Sir. Ah ja. Seid ihr fertig? Oh ja. Hat das Frühstück geschmeckt, Sir? Ja, es war sehr gut. Das geröstete Stachelschwein mit Nüssen ist ein Rezept von meiner Frau. Ah! Achtung, Räuber! Bringt meine Nichte in Sicherheit! Legt eure Waffen weg, oder sie stirbt! Tut, was er sagt! Los, beeilt euch! Durchsucht den Wagen! Ah! Da! Oh, Mary, Mary, mein Liebes, komm her! Oh, Onkel! Gott sei Dank, du bist gerettet. Sir Kenneth? Ihr schon wieder.
Mir wird schwach. Wasser. Legt sie in den Wagen. Hier. Geht's euch besser? Ein wenig. Wir verdanken euch unser Leben. Ich bin froh, dass ich in der Nähe war. Ihr seid ein guter Bogenschütze. Es ist ein guter Bogen und ich hatte einen guten Lehrer. Ihr habt euch hier ausgezeichnet eingeführt. Ich jage diese Bande schon seit einiger Zeit. Wer seid ihr? Sir Kenneth Neston. Sir Kenneth? Ich bin Guy of Gisborne. Seid mir willkommen. Sir Guy. Meine Nichte, Lady Marion. My Lady. Wäre ich nur früher gekommen, dann legen da mehr Tote euch zu Ehren. Dieser junge Mann hat uns das Leben gerettet. Wir sind euch dankbar. Und jetzt, Neston, wird es mir eine Freude sein, euch zu meiner Burg zu führen. Nochmals vielen Dank. Wenn ihr in London nicht euer Glück macht, würde ich euch gerne in meine Dienste nehmen. Hier, für eure Mühe. Nein, danke. Ihr solltet damit lieber die Wächter eurer Bärensträucher bezahlen. Du glaubst, es sei Zeit, dass ich was tue? Mich als Regent bekannt zu geben während deiner Abwesenheit im Heiligen Land. Dich zum Regenten machen? Deine Geisteskrankheit ist weit fortgeschritten. Du musst mich zum Regenten machen. Ich bin dein Bruder. Ich bin dein einziger Bruder. Du glaubst, ich lasse dich England regieren? Das ist mein Recht. Du hast keine Rechte. Nicht mehr seit deinem Abenteuer in Irland. Dieses verdammte Irland, dass du mich auch immer an dieses verfluchte Land erinnern musst. Du bist geschlagen worden von ein paar Burschen und alten Weibern. Ich hatte eben kein Glück. Ich hatte keines. Es hat geregnet und die Sümpfe waren unpassierbar. Weil du das Heer mitten hineingeführt hast. Du bist ausgetrickst worden von einem Tölpel. Wenn das alles wäre, würde ich sagen, du bist dumm und es vergessen. Aber es ist nicht alles. Du hast auch aus der Kriegskasse geklaut. Das wurde dir falsch hinterbracht. Nein, John. Du hast Geld genommen, mit dem du für deine Leute sorgen solltest und hast damit deine Vergnügungen bezahlt. Du warst nicht nur ein Versager, du warst ein betrügerischer, ehrloser Versager. Ich habe Fehler gemacht. Das gebe ich zu. Ich wurde dazu verführt. Ich war erst 19. 19? Als ich die Armee nach Aquitanien führte, war ich erst 15 und ich habe dort einen großen Sieg errungen. Du hattest Glück. Was, Glück? Oh, Verzeihung. Ich hab's nicht so gemeint. Natürlich hast du einen großen Sieg errungen, weil du mutig und geschickt warst. Die ganze Welt weiß das. Aber trotzdem, man muss nicht unbedingt Feldherr sein für das Amt eines Regenten. Ich muss Regent werden. Ich muss. Du hast stets auf mich herabgesehen, als sei ich Dreck unter deinen Füßen. Aber dieses Mal lasse ich mich nicht übergehen, nicht auf mir herumtrampeln. Ich will Regent sein, ich will!
Ich glaube, es ist besser, du gehst, John. Vielleicht gehst du am Brunnen vorbei und lässt dir dort einen Eimer Wasser über den Kopf schütten. Das wird dich wieder zur Vernunft bringen, sofern vorhanden. Du wirst also deine Meinung nicht mehr ändern? Nein, das werde ich nicht. Na gut. Dann spreche ich mit Mutter. Sie wird dich schon umstimmen. Das schafft sie immer. Warte. Da du schon mal hier bist und ich nur noch einige Tage in England sein werde, möchte ich dich warnen, John. Ich weiß, dass du von der Macht träumst. Du bist ein Intrigant und ein Gefährlicher dazu. Nicht, weil du besonderes Talent zum Intrigieren hast, sondern weil du ein Dummkopf bist. Andere flüstern dir ein und benutzen dich. Lass das nicht zu. Pass auf, mit wem du redest und versuche dich nicht in Verschwörungen. Denn der Weg zum Verrat hat nur ein Ende. Das Beil. Dass du mein Bruder bist, wird deinen Hals nicht retten. Ah, Longchamp. Ich wollte euch eben rufen lassen. Ja? Es ist zu meiner Kenntnis gelangt, es würden viele protestieren gegen die Steuern, von denen die Waffen für die Kreuzzüge gekauft werden. Nein, nur ein paar protestieren, sei ja wenige. Die werden bezahlt. Das ist aber nicht genug. Ist denen nicht klar, dass das Geld für Christus ist, wenn man Waffen für die Kreuzzüge kauft? Glauben die denn, ich ginge aus eigennützigen Interessen ins Heilige Land? Wenn es so ist, werde ich alles tun, sie aufzuklären, Sire. Ein junger Angelsachse möchte eine Audienz. Er behauptet, er sei der Earl of Huntingdon. Ja, schon wieder einer? Werft ihn in den Fluss. Ich glaube, ihr solltet ihn empfangen, Sire. Longchamp, wie viele falsche Erben haben sich schon um die Ländereien von Huntingdon bemüht? Aber dieser ist sehr hartnäckig. Er ist über die Mauer geklettert und hat die Wache überwältigt, die ihn aufhalten wollte. Er hat die Wache überwältigt? Er hat ihn geohrfeigt und den Mann dann in den Pferdetrog geworfen. Oh, hat er das, bei Gott. Er bringt diesen Brief als Beweis für seinen Anspruch. Außerdem trägt er einen Ring mit dem Huntingdon-Wappen. Er weigert sich, ihn vom Finger zu ziehen. Ah, Sir Cedric Usher. Ja, ich erinnere mich an ihn. Er hat meinem Vater treu gedient. Er ist vor 8 Jahren gestorben, Sire. Es ist sein Siegel. Das kann gestohlen sein und der Brief gefälscht. Das ist schon möglich, natürlich. Aber es ist irgendwas Besonderes an dem Mann. Er hat die Wache überwältigt. Na gut, bringt ihn rein. Es gibt einen ganz sicheren Beweis für die Echtheit des Erben von Huntingdon, der nicht gefälscht werden kann. Kniet vor eurem König, Junge. Erhebt euch, ich möchte euch ansehen. Ich habe diesen Ring, Sir. Der Ring ist nicht wichtig. Zieht euch aus. Ich sagte, zieht euch aus. Tut, was seine Majestät sagt. Und jetzt dreht euch um. Schnell, ich stecke euch kein Messer in den Rücken. Wenn ihr ein Schwindler seid, wird der Henker sich noch schnell genug mit euch beschäftigen. Zieht jetzt euer Hemd aus. Ja, ja, macht schon. Direkt unterm linken Schulterblatt ist ein Muttermal von einer bestimmten Größe. Longchamp, was seht ihr? Nicht viel größer als ein Silberpenny, aber es ist da, Sire. Sire, ich habe mich verpflichtet, gefühlt zu kommen. Aber nicht, um ausgelacht zu werden. Oh, ein Wutausbruch von unserem jungen Earl of Huntingdon.
Willkommen, my lord. Ihr seid wirklich der langgesuchte Erbe eures edlen Vaters. Euer König heißt euch willkommen. Schön. Ja. Um Verzeihung bitten wegen des Weins. Für die, die ihn mögen, wird er in Ordnung sein. Für mich hält er eben den Vergleich mit Bier nicht aus. Ja, das sagtet ihr. Ich lasse so schnell es möglich ist, einige Fässer extra für euch herkommen. Das ist sehr nett von euch, vielen Dank. Aber ihr solltet es wirklich selbst versuchen. Ich meine, es wäre nicht schlecht, wenn euer ganzer Haufen, eure Leute es mögen würden. Das wäre ein Grund, uns noch näher zu kommen, versteht ihr? Eure Idee, dass die Angelsachsen und die Normannen sich näher kommen sollten, hat meine volle Unterstützung, Sir Kenneth. Es müsste einfach sein, meiner Meinung nach. Und mir ist es lieber, es geschieht friedlich. Besser, es wird dabei Bier vergossen als Blut. Vielleicht könnte man das noch besser ausdrücken, aber ihr versteht mich schon. Oh ja, ja, natürlich. Ja, da werde ich mich jetzt zurückziehen. Sehr geil, mein Liebes. Es gibt Zeiten... Da sollte ein alter Mann in seinem Bett sein, hä? Der Diener wird euch auf euer Zimmer begleiten. Sehr freundlich, sehr geil. Mein Liebes. Onkel. Ja, mein Kind. Schlaft wohl. Ich bin froh, dass der König mich morgen empfängt. Er empfängt euch schon morgen? Er muss unserer Heirat zustimmen. Dann werdet ihr meine Lady sein. Meine Frau. Eure Schönheit beraubt mich meiner Sinne. Sie ist wie eine Droge. Ich zähle die Minuten, bis ihr mein seid. Verzeiht. Gut gemacht, Huntington. Euch den Schwertkampf zu lernen, wird nicht sehr schwierig sein. Ihr seid außer Atem, Sire. Ist euch mein Lob in den Kopf gestiegen? Ein König ist nie außer Atem.
Ich meinte es nicht respektlos, Sire. Huntington, ihr kämpft und sprecht wie ein freier Mann. Kommt, wir trinken einen Becher Wein zusammen. Le roi fait battre tambour. Le roi fait battre tambour. Pour voir toutes ces dames. Et la première qui a vu Louis Arabisson. Danke euch, Blonder. Ich habe euch schon besser bei Stimme gehört. Die Luft von England ist zu rau für meinen Hals, Majestät. Ich habe eine Hymne komponiert zur Feier meiner Abreise ins Heilige Land. Ihr werdet sie heute Abend für mich singen. Es ist mir eine Ehre, wie immer eine Komposition eurer Majestät zu singen. Und ihr werdet Honig für euren Hals nehmen. Damit werdet ihr meinem Lied eher gerecht werden. Und ihr werdet keine Entschuldigungen benötigen. Huntington, ich möchte euch eine Freude machen. Mir eine Freude machen? Ich breche bald mit einer Armee ins Heilige Land auf, um für das Kreuz zu kämpfen. Ihr werdet mit mir kommen, als mein Knappe. Wenn das euer Wunsch ist, Sire. Kommt, Junge, euer König erweist euch damit eine große Ehre. Er erwartet mehr als diese lasche Zustimmung. Vergebt mir, Sire. Ah. Ihr glaubt, diese Ehre sei zu groß für diese jungen Schultern. Nein, Sire. Also was dann? Ich bedauere die Notwendigkeit, euch diese Ehre erweisen zu müssen. Ich wollte euch aber nicht verletzen, Sire. Aber ihr habt mich verletzt. Was zum Teufel meint ihr damit, ihr bedauert die Notwendigkeit, mir diese Ehre erweisen zu müssen? Ich glaube, es ist falsch, dass Majestät England verlassen. Das tut ihr, bei Gott? Und warum glaubt ihr, der König handle falsch? Das Volk erwartet eure Führung, Sire. Wenn ihr England verlasst, werden skrupellose Männer die Macht ergreifen und viele werden darunter leiden. Wer hat euch das gesagt? Das sind Befürchtungen des Volkes von England. Ich habe es in Lincoln Fair gehört, in Nottingham und anderswo. Mein Pflegevater war davon überzeugt und mein Lehrer, Pater Ambrose. Wenn ihr auf diesen Kreuzzug geht, dann fürchten viele Menschen, dass es keine Gerechtigkeit mehr gibt in England. Ihr habt keine Beweise dafür. Nein, aber ich bin überzeugt, es kommt so. Haltet ihr denn den Kreuzzug nicht für wichtig? Ich glaube, der Friede Englands ist wichtiger, als Heiden zu töten in einem fremden Land. Wisst ihr, dass das Verrat ist, was ihr da redet? Ich spreche nur meine Überzeugung aus, Sire. Ich bin Euer Majestät treuer Untertan. Ihr seid ein aufrichtiger Kerl, das weiß ich. Und an eurer Treue zweifle ich nicht. Aber ihr seid im Irrtum. Ich habe einen Astrologen konsultiert und die Sterne prophezeien keinen Krieg in England, wenn ich gehe. Ich muss ins Heilige Land. Das ist meine heilige Pflicht. Die Stadt Christi muss Christus zurückgegeben werden. Es hat euch die Sprache verschlagen. Bei euch finde ich das sehr seltsam. Aber ihr tut gut daran, still zu sein. Ihr habt heute mit mir gesprochen, wie noch nie jemand mit mir gesprochen hat. Und ihr lebt noch. Ich werde euch jedoch eure Unbesonnenheit verzeihen. Dieses Mal. Ihr kommt also mit mir auf den Kreuzzug als mein Schildknappe. Ich werde euer treuer Diener sein. Das möchte ich euch empfehlen. Ja, Longchamp? Sir Guy of Gisborne, Sire. Was will der denn? Ach ja, ich weiß es wieder. Na schön, er soll reinkommen. Dann gehe ich, Sire. Mit eurer Erlaubnis. Schon besser. Ihr lernt es langsam. Gisborne, das ist der Earl of Huntington. Er hat, so könnte man sagen, erst kürzlich das Tageslicht erblickt. Sir Guy? Seid ihr überrascht? Sir Guy und ich sind uns schon begegnet. Aber unter etwas anderen Umständen. Er hat einige sehr wertvolle Beerensträucher. Beerensträucher? Wieso meint er, die seien wertvoll? Kann ich mir nicht vorstellen, Sire. Ihr wolltet mich sprechen wegen eurer beabsichtigten Vermählung mit Lady Marion Neston. Ich wäre für eure königliche Zustimmung dankbar, Sire. Ich habe mir die Angelegenheit gut überlegt, Guy. Ich habe mich aber noch nicht entschlossen, ob ich die Heirat genehmige oder verbiete. Verbieten? Das wäre möglich.
Aber Sire, verzeiht mir, das verstehe ich nicht. Wirklich nicht? Wenn Majestät der Gedanke beunruhigt, dass ich die Ländereien Ihres Onkels nach seinem Tod erben werde, verzichte ich gern auf jeden Anspruch darauf. Und genau das beunruhigt mich. Und wenn ich euch sagen höre, was ihr gesagt habt, Gisborne, bin ich noch mehr beunruhigt. Sire, ich bitte euch, mir das jetzt zu glauben, bei meiner Ehre als Ritter und Soldat. Der einzige Grund für meinen Wunsch, die bewusste Dame zu heiraten, ist meine tiefe Zuneigung zu ihr. Oh. Tiefe Zuneigung? Oh, kommt, Guy. Ja, Majestät. Genau das empfinde ich für Lady Marian. Es fällt mir sehr schwer, das zu glauben. Aber trotzdem, ich werde es in Betracht ziehen, wenn ich meine Entscheidung treffe. Und in der Zwischenzeit müsst ihr eben eure Leidenschaft zügeln. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen wollt. Ich habe mich um wichtigere Dinge als das zu kümmern. Ach, die ganzen Jahre habe ich dort gelebt. Standesgemäß, wie es mir zusteht. Und jetzt taucht plötzlich der verschwundene Erbe auf. Das ist zu viel, ich kann es nicht verkraften. Hat der König gesagt, ihr sollt den Besitz zurückgeben? Er befiehlt es, das Land, den Viehbestand, das Haus, alles, was drin ist. Einschließlich meines schönen Weinkellers. Alles bekommt dieser blöde Emporkömmling. Ja, das durchkreuzt doch ganz schön euren Plan. Eine vorübergehende Verzögerung. Was soll ich jetzt tun? Ich bin mittellos und heimatlos. Ich habe keinen Wohnsitz. Ja. Ich kann mir euch auch nicht vorstellen, wie ihr es euch unter anderen Bettlern gemütlich macht und zufrieden für Brotkrumen dankt. Ach, es kommt ja noch schlimmer, als ihr denkt. Was noch? Ich habe Schulden. Ich habe von einem Geldverleiher ziemlich viel geliehen. Ihr seid ein Idiot. Er verlangt jetzt die Rückzahlung des Darlehens. Wenn er herausbekommt, dass ich die Huntington-Ländereien nicht mehr als Sicherheit habe, wird er noch erbarmungsloser werden. Ich habe mir gedacht, vielleicht könntet ihr... Nein, ihr bekommt keinen Penny von mir. Könnt ihr mir nicht wenigstens einen Rat geben? Ihr müsst den Geldverleiher um Geduld bitten. Und beten, dass bessere Zeiten für euch kommen. Ich soll ihn um Geduld bitten. Ich kann Ihnen ja wohl nicht sagen, dass... Habe ich euch nicht schon oft gebeten? Ihr sollt den Mund halten über die Sache. Wir sind doch allein. Niemand kann uns hören. Ich hätte gute Lust, eurem Elend ein Ende zu setzen. Ich kann mich kaum mehr zurückhalten. Nein, ich werde nichts mehr sagen. Ich schwöre es. Ihr werdet schweigen wie ein Grab. Das schwöre ich euch, mein lieber Abt. Es wäre... sehr bedauerlich für euch, wenn etwas schiefgehen sollte. Ihr könnt mich nicht umbringen. Ihr braucht mich. Ich wäre nicht so sicher. Ich wäre nicht so sicher. Ich dachte, ich würde euch nie wiedersehen. Als ich euch heute Morgen aus dem Palast kommen sah, dachte ich, ich würde träumen. Warum seid ihr hier? Ich soll Hofdame werden, wenn die Königin Mutter von ihrer Reise in den Westen zurückkehrt. Sie sammelt dort Geld für den Kreuzzug. Ihr seid noch nicht verheiratet? Nein. Wir warten auf die Erlaubnis des Königs. Danke euch. Wollt ihr auf eine Reise gehen? Ja, ich reise zu meinem Besitz in Huntington. Und bleibt ihr dort? Nein, ich muss bald zurück sein. Ich ziehe ins Heilige Land als Knappe des Königs. Das ist eine große Ehre. Dann werdet ihr wohl lange fort sein. Vielleicht ein paar Jahre. Von eurer Erbschaft habe ich schon gehört. Nun seid ihr reich und könnt über alles verfügen. Reich zu sein ist nicht alles.
Und über meine Leute kann ich nicht verfügen. Jedenfalls wünsche ich euch Glück. Bitte nehmt sie. Gott beschütze euch. Verrätst uns. Das klingt wie ein kranker Bussard. Ich hab so ein Kratzen in meinem Hals. Und zu viel Wein. Wir haben Glück. Ein einsamer Reiter. Komm.